Ja, von meiner Seite aus guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen von zwei Skandalen berichten, die noch nicht bis jetzt bekannt sind, aber wahrscheinlich, nachdem ich Ihnen davon erzählt habe. Ein richtiger Skandal und ein falscher Skandal. Es geht darum, dass es mal wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder Journalisten oder ehemalige Mitarbeiter des RBB doch ein Problem mit der Wahrheit in diesem Land haben. Wir haben es ja immer wieder erkannt, wenn es um das Thema Migration geht, wenn es um Folgen der Migration, vor allem für die Sicherheitslage in unserem Land geht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ziemlich schwer mit dem Thema tut, aber eben offensichtlich auch ehemalige Mitarbeiter in ihrer Freizeit. Und ich möchte Ihnen von einem Beispiel davon berichten. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Julia von La Chevalerie bekannt ist. Die Dame hat mehrere Jahre für den RBB gearbeitet, war auch im SWR und in vielen anderen Rundfunkanstalten zugange und hat offensichtlich eine Tochter, die letztens hier in einer Besuchergruppe im Landtag war, an der ich auch teilgenommen habe. Und ich möchte das mal ganz kurz umschreiben, wie diese Besuchergruppe im Landtag aussah. Sie wissen, es kommen Klassen in diesen Landtag, jede Fraktion schickt einen Abgeordneten, im besten Fall sind alle Fraktionen da. Oftmals bin ich der Einzige, weil das Interesse der anderen Fraktionen offensichtlich nicht so groß ist. Und in dem Fall waren es Klassen der 4. bis 6. Klasse der Montessori-Gesamtschule in Potsdam. Es ging um das Thema Migration und wie es die Art bestimmter Lehrer nun mal ist, ist es so, den Abgeordneten, in dem Fall einzig und allein mir, permanent ins Wort zu fallen. Und anzunehmen, dass das nochmal klargestellt werden muss, was der Abgeordnete hier sagt. Es ging um das Thema Migration und ich habe ganz klar gesagt, dass die Gruppenvergewaltigungen mittlerweile ein großes Problem in diesem Land sind, dass wir zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag haben und dass das direkt zurückzuführen ist auf die illegale Migration. Das war offensichtlich nicht nur der Lehrerin zu viel, dass die Wahrheit an die Schüler gebracht wird, sondern auch Mutter dieses einen Kindes, Frau Julia von La Chevalerie, die daraufhin einen Elternbrief schrieb, den ich erhalten habe und versucht nun öffentlich irgendwie mit Elternstimmen zusammen bei der Landtagspräsidentin etwas zu erreichen. Und ich möchte mal ganz kurz einige Passagen davon zitieren, was eine ehemalige Journalistin des RBB so fordert, wenn ein Landtagsabgeordneter sich äußert. Sie möchte unter anderem, dass meine Aussagen vom Landtag demokratisch eingeordnet werden. Also ich finde, mehr Staatsfunk, meine Damen und Herren, das geht ja gar nicht. Also es ist ja wohl nicht die Aufgabe der Landtagsverwaltung, demokratisch, was auch immer das heißt, einzuordnen, was der jeweilige Abgeordnete sagt. Und sie unterstellt mir natürlich Hetze und Falschinformationen. Und deswegen habe ich für Sie alle nochmal die Information zusammengetragen. Wir hatten allein im Jahr 2021 677 Gruppenvergewaltigungen hier, 2022 112 Gruppenvergewaltigungen mehr. Wir reden hier über 789 Mädchen und Frauen, die vergewaltigt wurden. Und vor allem von Ausländern in diesem Land. Und ein großer Anteil von denen sind Afghanen. Und wenn Frau von La Chevalerie sagt, das ist kein Thema für Grundschulkinder, dann möchte ich daran erinnern, was 2022 passierte, als ein 11-jähriges Mädchen von einem Afghanen in Neustrelitz vergewaltigt wurde und dieser Afghane nicht mal in Haft kam. Das Alter schützt vor diesem Thema nicht. Und wenn ich dann noch höre, dass man den Abgeordneten, der dieses Thema anspricht, vor allem deshalb, weil die Lehrerin einem permanent ins Wort fällt, dann auch noch mundtot gemacht werden oder gecancelt werden soll, dann ist das, muss ich ehrlich sagen, hat das nichts mehr mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk im eigentlichen Sinne und der Meinungsfreiheit zu tun. Und Frau von La Chevalerie sollte sich fragen, ob ihre Einstellung, vor allem als Vertreterin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die ja noch für die Zulassung von Rundfunklizenzen zuständig ist, wir erinnern uns alle, KenFM wurde von dieser Medienanstalt verboten, dass diese Dame offensichtlich ein Meinungsbild in sich trägt, das in sich linksgrün geschlossen ist und andere Meinungen offensichtlich nicht akzeptiert, ohne dagegen öffentlich stumm zu machen. Aber ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, egal ob diese Beschwerde bei der Landtagspräsidentin kommt, wir werden weiter unser Recht in Anspruch nehmen, mit den Menschen dort draußen zu sprechen, gerade mit den jungen Menschen in diesem Land, die in einem erheblichen Maße zur nächsten Landtagswahl die AfD wählen werden. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.